tief Luft holen. Einleitung der Herausgeberinnen Matthias Beitel, Beatrice Jaschke und Nora Sternfeld. When flatness rules, we all feel the need to get some air. Mit diesen Worten endet das Vorwort des Sammelbandes Institutional Attitudes, Instituting Art in a Flat World. In diesem zeichnet der Herausgeber Pascal Gielen eine mit der Ökonomisierung der Institutionen einhergehende, zunehmende Verflachung der Institutionen nach. Über diese pessimistische Diagnose hinausgehend schreibt die politische Theoretikerin Chantal Mouffe in ihrem Beitrag in derselben Publikation über mögliche Allianzen zwischen Kunstinstitutionen und sozialen Bewegungen. Sie macht trotz aller Neoliberalisierung Hoffnung darauf, dass radikaldemokratische Institutionen als Orte für agonistische Politik möglich sind. So besteht sie darauf, dass kritische Institutionen die bestehenden Machtverhältnisse in Frage stellen, sich gegen hegemonialen Kämpfen anschließen und also gegen Öffentlichkeit organisieren können. Auch zahlreiche Kuratorinnen haben in den letzten Jahren versucht, die Kritik an der Institution in der Institution zu verwirklichen. Allerdings, wenn sie auch davon schrieben und dies so explizit wie möglich machten, so fand dies dennoch vor allem auf der Ebene der Repräsentation statt. Eine Reihe von Publikationen, Tagungen und Projektausstellungen widmete sich in diesem Sinne in den letzten Jahren Fragen nach den Verhältnissen von Institutionskritik und Institution und diskutierte instituierende Praxen. Diese Ansätze waren wichtige Impulse für ein transdisziplinäres Seminar, das wir im Dezember 2014 im Rahmen von Schnittpunkt Ausstellungstheorie und Praxis im Volkskundemuseum Wien organisierten und mit dem wir über die politisch-theoretische und kuratorische Bestandsaufnahme hinaus nach einem kritisch-strukturellen Handeln in Ausstellungsinstitutionen fragen wollten. Gemeinsam mit Martin Fritz, Valeria Graciano, Stefano Hani, Henna Harry, Susanna Milewska und Luisa Zaya diskutierten wir 2 Tage lang und imaginierten andere Institutionen. Wir wollten uns also Luft verschaffen. Wir wollten uns organisieren und wir wollen das Organisieren und die Definition der Öffentlichkeit nicht länger bloß bürokratisch, ökonomisch und technokratisch verstehen. Denn ohne jeden Zweifel haben in den letzten 30 Jahren wirtschaftliche Kriterien und Erwägungen im gesamten Ausstellungsfeld zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie haben Auswirkungen auf Organisationsformen, Produktionsbedingungen und Entscheidungsprozesse. Museen, Ausstellungsinstitutionen und Kunstakademien wurden mit unterschiedlichen Strategien zunehmend auf kompetitive Marktorientierung ausgerichtet und mit Verweis auf Effizienz, Synergie und Professionalisierung im betriebswirtschaftlichen Sinn in immer größere Cluster zusammengefasst. Heute definieren Ökonomien mehr denn je, wie Institutionen agieren, was sie sammeln und zeigen, wie sie sich präsentieren und wie wir sie uns vorstellen. Gleichzeitig hat sich ab den 1990er Jahren ein außerinstitutioneller kritischer Diskurs entwickelt, der Machtverhältnisse und Verwertungslogiken analysiert, die mit der Ökonomisierung öffentlicher Institutionen einhergehen. In den Debatten der Institutionskritik in der Kunst und in kuratorischen Diskursen sowie im sogenannten New Institutionalism traten Institutionen an der Schnittstelle von Macht und Möglichkeit in den Blick. Sie werden als Kontexte mächtiger Wissensregime, als Motoren von Aus- und Einschlüssen sowie der Ökonomisierung von Kunst und Bildung kritisch diskutiert, aber auch als Handlungsraum begriffen. Zeitgleich mit dem New Institutionalism im Kunstfeld wurden in den Wirtschaftswissenschaften die Critical Management Studies zu einem neuen akademischen Forschungsfeld, das ausgehend von der kritischen Theorie die Autorität und die Relevanz des institutionellen Denkens und Handelns im Mainstream befragt, bestehende dominante Systeme herausfordert und neue, alternative Entwicklungen vorschlägt. Klaus Neundlinger widmete sich den Critical Management Studies in seinem Text für unseren Workshop im Volkskundemuseum Wien und stellte die entscheidende Frage, inwieweit die Aktivitäten und Strukturen, die mit Management in Verbindung gebracht werden und die die Welt, in der wir leben, eben regieren, umgesetzt werden können, ohne dabei alles, was uns wichtig erscheint, zu instrumentalisieren. Gelingt es uns also, zu deinstrumentalisieren, was wir gemeinsam in Organisationen tun? Neundlinger befragt auch die unterschiedlichen nationalen und regionalen Situationen und Budgets, die es zu berücksichtigen gilt. Er ist überzeugt, dass Austausch, gemeinsames Nachdenken und Schreiben starke Mittel sind, um Erfahrungen zu teilen und weiterzukommen.
Es geht ihm zufolge also darum, eine Gemeinschaft von Praxis zu formieren, um zusammen Ziele und Werte zu entwickeln. Das Seminar vor 4 Jahren im Volkskundemuseum Wien und das kontinuierliche gemeinsame Weiterdenken und Handeln führten zur logischen Kooperation, diesen Band gemeinsam mit Matthias Beitel und dem Volkskundemuseum Wien herauszugeben. Als Kuratorinnen sind wir es gewohnt, uns an unterschiedlichen Themen abzuarbeiten, eine gemeinsame Praxis zu entwickeln und im Austausch mit anderen zu agieren. Wir schaffen uns einen eigenen Weg, eine eigene Struktur für unser Handeln, das sich dann an das Publikum richtet. Wenn wir dies mit Management-Augen betrachten, kommen wir sehr schnell zu Audience-Development-Strategien und zur Segmentierung unseres Publikums. Hier würden wir uns also im Sinne eines Critical Management die Frage stellen, wie es gelingen kann, Besucherinnen nicht gleich in Zielgruppen zu gliedern und zu instrumentalisieren. Im Zuge des Workshops und beim Zusammenstellen der Texte für dieses Buch, bei vielen gemeinsamen Sitzungen und Gesprächen, stellten sich immer mehr Fragen danach, wie die Kritik an der Ökonomisierung der öffentlichen Institutionen eben auch in diesen und in deren Strukturierung konkrete, praktische Folgen haben könnte. Doch so sehr wir versuchten, den Widerspruch zwischen kritischem Denken und unkritischem Handeln anzusprechen und uns den entsolidarisierenden Effekten der Konkurrenz zwischen uns zu stellen, stolperten wir doch immer wieder über sie. Wir wollten dies dennoch weiterverfolgen und vorantreiben, wir sprachen es an und setzten uns nicht nur einmal darüber hinweg, ohne uns vorzumachen, dass es allzu einfach wäre, die Gräben zu überwinden. Einige unserer Fragen, die wir auch nur ansprechen und nicht lösen konnten, möchten wir im Folgenden kurz aufgreifen. Precarization describes the new neoliberal act of governance that governs through social insecurity, flexibility and continuous fear arising from the loss of stability. Precarization is also the core of the specific production of subjectivity, where ontological aspects of subjectivity, its potentiality, vulnerability, temporality, inclination to change are economized. Und ganz konkret, beobachten wir die Jobaussendungen im kulturellen Feld in den letzten Jahren, dann können wir klar feststellen, dass nicht nur die Anforderungen immer größer werden, sondern auch die Bedingungen zunehmend schwieriger. Wollen wir so regiert werden? Und wie ließen sich Museen und Ausstellungen anders organisieren? Was für zeitliche und räumliche Möglichkeiten haben wir als Ressourcen, um alternative Formen zu finden? Wie können wir die Orte, Institutionen und Museen so nutzen, dass wir sie ändern und sie uns? Wie gelingt es uns, Gegeninformationen zu verbreiten? Wie kann es gelingen, mit Ausstellungen und Informationen, die die bestehenden Selbstverständlichkeiten in Frage stellen und sich Alternative Facts entgegenstellen, Aufmerksamkeit zu gewinnen? Mit den Texten in diesem Band versammeln wir mitunter sehr unterschiedliche Beiträge aus Theorie und Praxis aus sehr unterschiedlichen Feldern. Auch sie sind von den oben angedeuteten Gräben zwischen Theorie und Praxis geprägt, die wir mit diesem Band nicht auflösen, in ihren Widersprüchen erhalten und dennoch ein Stück weit zu überbrücken versuchen wollen. Die Texte des ersten Teils sprechen allesamt aus der Praxis und fragen, wem gehören Institutionen? Matthias Beitel tut dies sogar sehr wörtlich. In seinem Beitrag »Wessen Museen nutzen wir sie?« widmet er sich Organisationsstrukturen und Arbeitsbedingungen in Museen zwischen Vision und Realität. Mit Blick auf die Organigramme von Institutionen lädt er alle, auch Leiterinnen und Mitarbeiterinnen von Institutionen, dazu ein, wieder an Museen zu glauben, um sich andere Strukturen und andere Institutionen vorstellen zu können und diese auch zu leben. Dieter Bogner geht in einem Gespräch mit uns davon aus, dass jede Konstellation historischer und auch zeitgenössischer Objekte im Raum zwangsläufig inhaltlich und jede inhaltliche Aussage eines Museums, die sich an das Publikum richtet, per se politisch ist. Er konstatiert weiters, dass Museen grundsätzlich gesellschaftspolitisch aktive Institutionen sind. Partizipative Kommunikationsprozesse
stellt er auf die gleiche Ebene wie kuratorische Ausstellungsprogramme und ist sich sicher, unkritisches Handeln darf es nicht geben, auf keiner Ebene. Der Beitrag von Barbara Steiner vergleicht die Organisationsstruktur der Niederösterreich Kulturwissenschaft GmbH mit dem Kapitel Kultur des österreichischen Regierungsprogramms 2017 bis 2022 und verweist auf einen Paradigmenwechsel. In der Führung von Kulturinstitutionen mit entsprechenden Auswirkungen auf gegenwärtige künstlerische, kuratorische und institutionelle Arbeitspraxen. Am Beispiel des Fünfjahresplans der Künstlergruppe Superflex für das Künstlerhaus Graz schlägt sie den Versuch einer Brechung der zunehmend ökonomisch determinierten Strukturen vor. Die Texte des zweiten Teils des Buches beunruhigen die Vorstellungen von Betriebsführung, Öffentlichkeit und Arbeit. Mit Stefano Hani und Valeria Graziano konnten wir zwei wichtige Theoretikerinnen dafür gewinnen, sich Gedanken über Öffentlichkeiten und Arbeitsbedingungen aus den Diskursen des Kuratorischen und des Critical Management zu machen. Stefano Hani stellt Verbindungen zwischen den Rhythmen der Arbeit im Kolonialismus und den aktuellen Bedingungen eines logistischen Kapitalismus her. Nicht, um sie zu vergleichen, sondern um am Beispiel zeitgenössischer künstlerischer Arbeiten zu fragen, was wir von den Widerstandsformeln der Sklavinnen lernen können. Nora Sternfeld unterzieht den Begriff der Öffentlichkeiten einer kritischen Analyse hinsichtlich dessen institutioneller und gesellschaftlicher Verwertung. Für sie ist es aber klar, auch in der Kritik sind wir Teil des zu kritisierenden Feldes. Und sie besteht dennoch darauf, dass kuratorische Arbeit als organisatorisch-intellektuelle Praxis verstanden werden kann, kollektiv und solidarisch. Valeria Graziano widmet sich dem aktuellen Format des Public Programming, des öffentlichen Programmierens, das zunehmend in avancierten und zeitgenössischen Kunstinstitutionen als neues kuratorisches Format um sich greift. Sie fragt, welche Öffentlichkeit und welches Programm und betrachtet dabei Ästhetiken und Organisationsformen, Funktionen, Verstrickungen und Widerstandspotenziale. Im dritten Teil des Bandes tritt das Wie des Handelns in den Vordergrund. Anhand von Beispielen aus der Praxis skizziert Martin Fritz, wie übergreifende institutionelle Handlungsräume geschaffen werden können. Er plädiert unter anderem für einen kontinuierlichen Ausbau der inhaltlich-kommunikativen Beziehungsebenen der Institutionen. Das hat entscheidende Auswirkungen auf institutionelle Strukturen und die organisatorischen Fähigkeiten der Institution, den angestrebten Austausch mit externer Expertise und Perspektive wechselseitig produktiv werden zu lassen. In seinem persönlich angelegten Beitrag gibt Wolfgang Tobisch 10 sehr praktische Tipps, die seiner Meinung nach kritisches Management ausmachen können. Das reicht von einem generalistischen Zugang über den Mut, Entscheidungen zu treffen, hohes Verantwortungsbewusstsein zu tragen, die Wertefrage zu stellen, bis zur Anweisung, klar Position zu beziehen. Laurence Rassel erzählt von ihren Herangehensweisen und Ideen als Direktorin der Fondation Antoni Tàpies in Barcelona. Beinahe alle Projekte zielten darauf ab, Vorstellungen darüber, was eine Ausstellung oder eine Institution ist, zu überprüfen und auch das Publikum mit einzubeziehen. Eine entscheidende Maßnahme dabei war es, die Archive zu öffnen. Laurence Rassel befragt öffentlich, wie Strukturen funktionieren und wer sie sind, um sie gemeinschaftlich zu verändern. In ihrer neuen Aufgabe als Rektorin der École de Recherche Graphique, École Supérieure des Arts, sucht sie anhand des Prinzips des Commoning, des Gemeinschaftens, in einem kollektiven Prozess nach Formen und Strukturen für eine gemeinschaftlich verwaltete Kunsthochschule.
Lorena Vicini fragt nach Möglichkeiten einer strukturellen Verankerung der Dekolonialisierung in den Institutionen und macht konkrete Vorschläge, um nicht immer denselben Machtverhältnissen in Deutungsmustern und Organisationsformen zu reproduzieren. Einen eigenen künstlerischen Beitrag formen zwei Bildstrecken von Isa Rosenberger. In diesen porträtiert die Künstlerin zwei Institutionen, die bewusst anders organisieren. Aus langen Gesprächen mit Matthias Beitel vom Volkskundemuseum Wien sowie mit Mariana Niemieller und Christopher Wessels vom Museum of Impossible Forms in Helsinki transkribiert sie Textpassagen und mutiert diese blockartig über sorgfältig ausgewählte Fotos, die sie collageartig zusammenfügt. Eine Kombination aus Zoom und Totale, dazu jeweils ein Zitat. Das daraus entstehende Geflecht aus verschiedenen Blickwinkeln auf und in Räumen lässt eine andere Sicht auf die Institutionen zu und schafft eine eigene, vielschichtige und lebendige Erzählung. Einige der Texte entstanden nach dem Schnittpunkt-Workshop und erschienen in der Publikationsreihe Kummer, Kummer Papers in Helsinki. Wir konnten sie nun übersetzen. Sie werden hier erstmals in Deutsch publiziert. Nach mehr als 4 Jahren und nach der gemeinsamen Arbeit an diesem Buch sehen die Welt, die kulturpolitische Situation in Österreich und auch die institutionelle Landschaft nicht besser aus als zuvor. Wir haben also noch nicht viel bewegen können und dennoch haben wir uns entschieden, weiterzudenken und weiterzumachen, nicht bloß zu reagieren, auch bei Gegenwind weiterhin institutionelle Strukturen zu diskutieren und vor allem Möglichkeiten zu erfinden, um diese anders zu denken. Wir sehen die Arbeit an diesem Buch als Anstoß zu einer Auseinandersetzung und machen uns darauf gefasst, dass wir einen langen Atem brauchen werden.